Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt, Kunstschräger Maratomi. Heute am 1.2.2021 am Montag wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim, heute bei trüben, spätwinterlichem Wetter sozusagen. Den Schnee hat es jetzt wieder weggedauert, die Tage davor lag ja Schnee. Und derweil finden seit Donnerstag etwa massive Turbulenzen am Silbermarkt statt. Dazu möchte ich heute eingehen und das habe ich auch als Anlass genommen für einen kleinen Film, wo ich euch mit ein paar Silbermünzen zum Thema Anlage vorstellen möchte. Es sind 4 verschiedene Münzen, 2 aus San Marino und eine Half-Dollar von den USA und ein Maria Theresienthaler. Die habe ich neulich erworben, die Münzen, als kleine Silberanlage. Habe ich natürlich dann mehrere Stück gekauft von den Half-Dollars und Maria Theresienthaler. Da hatte ich eine ganz gute Quelle. Da bekam ich es halbwegs über den Silberpreis. Bevor ich jetzt dann auf das Thema genauer eingehe, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren, falls ihr das ohnehin noch nicht getan habt. Dazu einfach den Abonnieren-Button anklicken und wenn ihr mal meine neuesten Filme mitbekommen wollt, dann bitte auch noch die Klingeling mit anklicken. Seit Donnerstag, ich habe es mit Erstaunen erst verfolgt, wusste eigentlich auch erst gar nicht, was der Grund ist. Am Donnerstagnachmittag stiegen plötzlich die Silberpreise massiv in die Höhe und zwar über 5%. Dann am Freitag war es eher dann so, glaube ich, ein bisschen so eine Querbewegung. Und übers Wochenende waren ja die Märkte geschlossen und heute Morgen schaute ich dann mal wieder rein, wo das Silber aktuell steht. Und da stelle ich dann fest, dass gegenüber Freitag der Kurs dann nochmal um 7% gestiegen war. Und mittlerweile lag es dann sogar jetzt über 10% im Plus und aktuell, ich habe jetzt vorhin noch mal ganz kurz hingeschaut, bei 9%. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass der Silbermarkt ja doch ein gewisses Volumen hat und da muss schon ganz schön viel Spekulation am Werk sein, wenn da mal ein Tageskurs um 10% steigt. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was ist eigentlich der Grund dahinter, weil das riecht natürlich schon verdächtig nach Spekulation und Spekulanten. Und der eine oder andere, der hat ja vielleicht diese Geschichte mit der GameStop-Aktie mitbekommen. Da versuchten, das ist so ein Spielehersteller, und weil jetzt viel halt bei Spielen, die Gamer wissen es ja, unter euch wissen es ja, viel online abläuft und mal weniger da jetzt auf CD noch Spiele und so weiter kauft, gingen bei denen die Geschäfte zurück und da dachten sich die Hedgefonds, klug wie sie sind, da werden wahrscheinlich auch demnächst und so immer weiter die Kurse dann fallen und sie wetteten dann auf fallende Kurse. Ja, und zwar machen die das durch Leerverkäufe. Ich musste mich jetzt auch erstmal informieren. Ich bin jetzt kein Börsenspezialist, gerade bei solchen Spielereien mit Puts und Gets. Aber ich habe mich da mal ein kleines bisschen schlau gemacht. Wie läuft das ab? Also ich sage mal, ich wäre jetzt ein Hedgefondsmanager und bin der Meinung, dass die GameStop-Aktie, die heute auf 100 Euro steht, sie steht natürlich jetzt momentan ganz woanders, das ist jetzt nur ein Beispiel, spekuliere ich darauf, dass die wahrscheinlich demnächst mal im Kurs fallen wird. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit von Leerkäufen und Leerverkäufen. Das heißt, ich kann mir so eine Aktie von jemand anders leihen bis zu einem gewissen Termin und muss da eine Leihgebühr zahlen. Und dann, wenn der Termin abgelaufen ist, muss ich dann die Aktie wieder zurückgeben. Aber in der Zwischenzeit kann ich mit dieser Aktie tun und lassen, was ich will. Ich muss bloß notfalls halt wieder für Ersatz sorgen. Leih mir dann diese Aktie aus und seht, der Kurs steht heute auf 100 Euro und dann verkaufe ich sie für 100 Euro. Dann warte ich ein paar Tage oder einen gewissen Zeitraum. Und oh, super, ganz toll, die Aktie ist jetzt im Kurs gefallen und steht jetzt auf 50 Euro, dann kaufe ich sie wieder für 50 Euro. Und dann läuft irgendwann der Termin ab und dann gebe ich die Aktie wieder an den eigentlichen Besitzer zurück. Obwohl es ja nicht mehr genau die gleiche Aktie ist, aber es ist praktisch der gleiche Wert. Und ich habe 50 Euro Gewinn gemacht, abzüglich der Leihkosten und eventuellen Gebühren. Also das war dann ein schöner Gewinn. Konnte also
mein Geld verdoppeln. 50 Euro, aus 50 Euro wurden dann sozusagen 100 Euro. Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn die Kurse fallen. Anders sieht es jetzt aus, wenn die Kurse steigen. Dann mache ich natürlich einen Verlust. Sagen wir mal, ich verkaufe sie für 100 Euro und ein paar Tage später muss ich sie, oder zum Ende des Termins, da bin ich ja gezwungen, die Aktie zurückzugeben, dann muss ich sie wieder kaufen. Und wenn die dann auf 120 Euro steht, habe ich 20 Euro miese gemacht. Wenn sie auf 1000 steht, dann habe ich sogar 900 miese gemacht. Also das ist nach oben unbegrenzt. Ja, und das hat diese Reddit-Gemeinde, das ist eine amerikanische Gemeinde sozusagen, wo sich Kleinanleger zusammengetan haben. Man kann ja jetzt mit Aktien ungemein praktisch traden. Da kann man sich eine App irgendwo besorgen. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich jetzt nicht so eine Zockermentalität habe. Und das ist in den Amerika weit verbreitet. Da sind auch viele Gamer natürlich dabei. Und jetzt mit Corona und so, weiß man ja sowieso nicht, was man tun kann. Und da kann man richtig schön zocken, richtig um Geld zocken. Da hat sich jetzt diese Gemeinde halt anscheinend gesagt, jetzt versalzt man den betreffenden Hedgefonds mal sozusagen die Suppe und sprechen uns da ab über diese Community und sagen jetzt, wir kaufen alle diese GameStop-Aktie. Und da ist der Markt ja nicht so groß und da können schon ein paar Einkäufe da den Kurse ganz richtig hochtreiben. Und wenn das jetzt sehr viele Kleinanleger sind, das war der Fall, dann wird der Kurs so richtig in die Höhe gepusht. Und die haben das halt sich da verabredet und haben den Kurs immer weiter in die Höhe geschaukelt sozusagen, in die Höhe gepusht. Und jetzt bekamen natürlich die Hedgefonds Angst, weil die Verluste nach oben nicht begrenzt sind. Und irgendwann, ja, wenn ich da vielleicht 100.000 Euro dafür investiert habe und jetzt wie bei der GameStop-Aktie das so 20-fach, 30-fach und noch mehr der Kurs steigert, dann geht es das schon richtig um richtige Summen, wo man Geld verlieren kann und eigentlich relativ wenig gewinnen kann, aber unheimlich viel Geld verlieren kann. Und dann muss man die Notbremse ziehen und das machten die natürlich dann auch und mussten ihrerseits diese Aktie ebenfalls kaufen und trieben so die Kurse nochmal mehr in die Höhe. Also das ist Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Und eventuell noch abspielt. Man müsste das jetzt weiter verfolgen, wie das natürlich ausgeht. Also man kann da auch immens viel Geld gewinnen, aber auch immens viel Geld natürlich verlieren. Wenn jetzt dann alle sagen, ja, die Blase ist jetzt so groß und diese Blase dann platzt, dann verliert man natürlich viel Geld. Aber diese Kleinanleger, die investieren ja oft gar nicht so viel Geld dafür, vielleicht ein paar hundert Euro. Aber wenn das Tausende sind, dann kommt da auch eine richtige Summe zusammen. Und viele sagen das jetzt rein aus Idealismus, mich erfassen diese Hedgefonds nicht. Ich versalze denen jetzt die Suppe und mische denen jetzt sozusagen eins aus. Und da ist mir das wurscht, wenn ich da jetzt 200 Euro verspiele. Das ist mir die Sache wert. Also das ist bei vielen so der Fall. Naja, und jetzt hat diese Gemeinde plötzlich anscheinend auch den Silbermarkt entdeckt. Nur hat der Silbermarkt natürlich eine ganz andere Dimension und Volumen. Da wird es jetzt natürlich schwieriger. Aber trotzdem, wie man sieht, also vom Goldmarkt haben sie natürlich die Finger jetzt gelassen, weil der hat noch ein ganz anderes Volumen. Silbermarkt ist doch etwas kleiner. Und da haben anscheinend auch Hedgefonds auf fallende Kurse gewettet und fallen jetzt wieder wahrscheinlich auf die Schnauze. Und da gibt es jetzt auch eine Aktie. Das ist die First Majestic Silver und die ist jetzt auch in kürzester Zeit gestiegen. Heute zum Beispiel ist der Tagesgewinn, wo ich zuletzt geguckt habe, bei 37,8%, wie ich das hier ausgedrückt habe. Ich habe vorhin noch mal ganz kurz geschaut, jetzt ist das Tagesplus bei 35%. Das ist natürlich auch eine immense Volatilität im Gang. Also das muss man dann alles mal verfolgen, wie sich das entwickelt. Ja, ich habe auch mal gegoogelt in den Google News, was da so mittlerweile schon geschrieben wurde. Und da gibt es zum Beispiel deraktionär.de. Ich meine mal, den Link werde ich da bei den Kommentaren mit veröffentlichen. Und da schrieb gestern, nach GameStop haben sich die Reddit-Trader jetzt ein neues Ziel vorgenommen, den Silbermarkt. Auch dort tummeln sich Shortseller. Also jetzt wird den Shortsellern
die Hölle sozusagen heiß gemacht. Hedgefonds und Banken sorgen vor allem über den Terminmarkt für bisweilen seltsame Kurssprünge. Der am stärksten manipulierte Markt, heißt es in einem Post auf Reddit.com. Der Silbermarkt ist aber eine andere Hausnummer als GameStop, habe ich auch gesagt. Aber trotzdem, man sieht, da sind schon auch immense Schwankungen im Gang. Die Hedgefonds, auch das Muffelsausen gehen dann und dann auch dann Silber kaufen müssen sozusagen über den Terminmarkt, dann verstärkt sich die ganze Situation. Und da haben wir jetzt natürlich auch Aktien entdeckt. Die Aktien von First Majestic Silver, eine der am stärksten geschorteten Werte im Rohstoffsektor, schoss zwischenzeitlich um 50% nach oben. Und mittlerweile ist es noch mehr, weil heute haben wir ja nochmal über 35% aktuell. Das kann sich natürlich jetzt von Stunde zu Stunde, da sind immense Schwankungen, natürlich wieder ändern. Wenn der Film online ist, dann kann das natürlich alles schon wieder anders aussehen. Und er schreibt noch, andere Silberwerte wie Fortuna Silber, Hegler oder auch Pan American konnten ebenfalls zulegen. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht fragen, was mache ich oder was empfehle ich euch? Soll man jetzt aktuell Silber kaufen? Ich denke, aktuell soll man vielleicht ein bisschen die Finger davon lassen. Mal lieber schauen, dass man wieder Talsohlen erwischt, denn der Markt ist natürlich keine Einbahnstraße. Es wird wieder auch nach unten gehen. Aber auf alle Fälle, das sage ich ja schon seit einem Jahr, mittel- oder langfristig werden die Silberpreise und auch die anderen Edelmetallpreise wahrscheinlich steigen, weil es wird ja nur noch Geld gedruckt, aber das Thema hatte ich ja schon ausführlich euch dargestellt in anderen Filmen. Ich kann ja vielleicht mal nochmal den Link einblenden, da haben wir ja auch das Thema Münzen als Kapitalanlage und auch als Sicherung vor Crash und Co. Also ich würde da eher zurückhaltend agieren. Wenn man eine Zockermentalität hat, dann kann man das sicher auch versuchen in dem Markt, also mit Geld, das man nicht unbedingt braucht, kann man das sicher wahrscheinlich kurzfristig sehr gute Gewinne machen, wenn man geschickt agiert. Man kann aber auch entsprechend Geld verlieren bis zum Totalverlust, wenn ich jetzt auf solche Aktien dann setze, wo der Markt sehr gering ist und die schon sehr in die Höhe gepusht wurden. Ja, aber jetzt möchte ich euch mal meine Einkäufe vorstellen. Will ich euch gleich mal detaillierter zeigen. Einmal, die ich vor einiger Zeit, von ein paar Wochen habe ich das, ja, vielleicht vor zwei, drei Wochen, das so habe ich ein paar Silbermünzen gekauft, mal wieder. Ich schaue immer, dass ich möglichst ein bisschen so über den Metallpreis kriege und da ist es dann eine schöne Kapitalanlage, also so eine kleine Absicherung. Man kriegt natürlich meist nicht die Mengen, die man gern haben möchte. Ich habe auch mal ab und zu jetzt bei eBay reingeguckt, als man muss da meistens schon fast, musste man da schon mit 90 Cent bis 1 Euro pro Gramm rechnen. Und trotz der heute hochgepushten Kurse sind wir ja erst bei 78 Cent offiziell. Also es ist gar nicht so leicht, physisches Silber zu den aktuellen Börsenkursen zu kriegen. Man muss meist einiges mehr zahlen. Selbst wenn ich es jetzt nicht bei einem Händler kaufe, der die Mehrwertsteuer noch abführen muss, oder vielleicht, viele machen es auch über die Differenzbesteuerung, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber auch selbst wenn man sie jetzt vom Privat kauft, muss man wahrscheinlich meistens mit 80 bis 90 Cent pro Gramm aktuell rechnen, teilweise sogar über einen Euro pro Gramm. Ja, dann stelle ich euch mal diese Münzen vor. Ja, beginnen wir mit den Münzen von San Marino. Ich tue sie mal aus, die gab es so in einer Schatulle, wurden die verkauft. Ja, ich hoffe, man kann was erkennen. Das sind schöne Münzen in polierter Platte. Und zwar wurden die zu den Olympischen Spielen 2004 in Athen herausgegeben. Die eine hat einen Nominalwert von 5 Euro. Ich drehe es mal nochmal um, dass man es sieht. Und die andere von 10 Euro. Die beiden wiegen zusammen 40 Gramm, bestehen zu, ist ein 925er Silber, daraus ergibt sich ein Feingewicht von 37 Gramm. Handelswert, ich habe jetzt mal bei MA-Shop so reingeguckt, meist so 35 bis 40 Euro, also die kriegt man relativ knapp über dem Silberpreis.
Ja, und in dieser Münzschatulle dazu noch sind sie natürlich auch schön anzusehen. Dann kommt die nächste Münze. Und zwar stelle ich euch jetzt einen halben Dollar mit Kennedy vor. Da habe ich ein paar Stück gekauft. Also hinten hat er so sein eigenes Bild, so ein amerikanischer Adler. Weißkopfseeadler, Wappenvogel der USA. Und vorne sieht man den Kopf von Kennedy. Ja, und diese Münze von 1964, die wiegt 12,5 Gramm, hat einen Feingehalt von 900er Silber, ergibt sich ein Feingewicht von 11 Gramm. Also wenn man die so um die 10 Euro bekommt, dann ist sie okay vom Kauf her, würde ich sagen. Wenn man darauf spekuliert, dass ja auch die Silberpreise noch etwas steigen könnten. Bei den Kennedy-Ausgaben muss man aufpassen, die Jahre danach, 1965 bis 1970, bestehen nicht mehr zu 90% aus Silber, sondern nur noch zu 40%. Dadurch ergibt sich dann ein Feingewicht von nur noch 4,6 Gramm und die sind dann auch etwas leichter. Da ist auch das Rohgewicht nur noch 11,5 Gramm. Und ab 1971 wurden die dann nur noch in Kupfer-Nickel geprägt. Ausnahme ist von 1992 bis ab 1992 gibt es da wieder eine Silberversion mit dem Gewicht, mit den Gewichtsdaten von der 64er Ausgabe und die haben immer den Münzprägebuchstaben S. Aber wie gesagt, die normalen Ausgaben, die sind alle dann ab 1971 Kupfer-Nickel. Ja, und als dritte Silberanlagemünze stelle ich euch den Maria Theresientaler vor. Hier sieht man die Kaiserin Maria Theresia, österreichische Kaiserin. Hier steht das Jahr 1780 drauf, aber die wurde viel später geprägt. Denn diese Münzen wurden zwischen 1751 und 2000, in dem Jahr 2000 geprägt, und zwar circa 389 Millionen Mal, also die sind nicht selten, speziell die neueren Ausgaben. Sie haben im Prinzip etwa den Silberwert und vielleicht noch einen kleinen Aufschlag kann man mit dazu rechnen. Ja, zu den Silberdaten bei Maria Theresientaler. Das Raugewicht liegt bei gut 28 Gramm. Es besteht zu 833 aus Silber und dadurch ergibt sich ein Feingewicht von 23,39 Gramm. Diese Münze wurde also weltweit eigentlich, die war in Europa weit verbreitet und auch in Afrika, war in Äthiopien, also glaube ich bis in die 70er oder 80er Jahre als Zahlungsmittel beliebt. Also ist eine interessante Münze, die sieht auch optisch schön aus, also eignet sich eigentlich auch als Silberanlagemünze sehr gut. Ja, hier lege ich euch nochmal diese vier schönen Münzen auf. Man sieht, man kann moderne Münzen sehr schöne, eigentlich recht nahe am Silberpreis erwerben. Und auch ältere Münzen kriegt man auch oft zum Silberpreis und sogar jetzt Münzen, die à la 18. Jahrhundert gestylt sind, auch wenn sie neuer geprägt wurden. Also Nachprägungen wie der Maria Theresientaler sind. Ja, das war es dann schon wieder. Diesmal kein richtiger Schatzsuche-Film, aber hier geht es ein bisschen mehr so um Kapitalanlage, die man dann auch wieder, wie das Wort schön sagt, wenn die Kurse entsprechend hoch sind, das sind Münzen, die man dann auch sozusagen wieder versilbern kann. Da ist natürlich immer ein bisschen Diskrepanz zwischen An- und Verkaufspreis da, aber es ist auch diese Münzen sind auch eine interessante Absicherung, weil die EZB, die druckt ja jetzt die Euro-Banknoten mehr oder weniger wie ein Weltmeister und die Folgen sind nicht absehbar. Die Bundesregierung überlegt sich jetzt momentan schon, wie sie denn die ganzen Schulden bewältigen will. Man will angeblich die Steuern nicht erhöhen und deswegen will man jetzt das Tafelsilber anscheinend, ist jetzt die Überlegung da, das Tafelsilber des Bundes zur Versilberung. Das heißt halt Marktanteile von bestimmten Firmen. Bundesregierung, ein paar GameStop-Aktien hätte, den könnte sie jetzt auch ganz gut versilbern zu den jetzigen Kursen. Naja, das war jetzt ein kleiner Schatz, weil das würde natürlich dann, würden die Kurse natürlich bei
deren Verkaufsdimension dann natürlich sofort in den Keller rauschen, weil das eine reine Blase ist. Und ich denke jetzt auch am Aktienmarkt, das ist alles sehr abgehoben, die Zocker sind am Werk. Und das war schon immer nicht gut, wenn Zocker am Werk waren. Ich denke da an die berühmte Tulpenkrise im 17. Jahrhundert in Amsterdam, wo auch dann Tulpenzwiebeln bis ins Unendliche hoch gehandelt wurden. Ähnlich wie diese GameStop-Aktie. Und da gab es natürlich auch einen Crash. Das ist immer das gleiche Spielchen. Aber die Menschen werden eigentlich nicht vernünftiger. Wollen wir mal das Beste hoffen. Schauen wir zuversichtlich in die Zukunft. Die Politik versalzt uns halt ständig die Suppe. Also es regt sich jetzt auch immer mehr Ärger und Widerstand. Naja, muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte mit erhobenen Daumen das Liken. Ihr könnt eure Kommentare hinterlassen, eure Fragen und natürlich auch Anregungen und Korrekturen. Dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal thomas-schmidt-konz/marathoni. Auf Wiedersehen!